So, und da kann man jetzt schon erkennen, wo wir stehen. Wir stehen in Konstanz beim Konzilsgebäude und wir beabsichtigen jetzt, auf das Schiff zu gehen, und zwar auf die Karlsruhe, und mit der fahren wir nach Lindau und da wollen wir euch mitnehmen. Wenn die Ursi ein bisschen nach vorne gehen geht, dann kann ich sie mal kurz filmen und euch zeigen, dass die Ursi tatsächlich dabei ist. Hallo. Also wir hoffen, dass die Sonne noch ein bisschen mehr rauskommt. Ja, okay, nehme ich. Ja. Wir hoffen, dass die Sonne noch ein bisschen mehr rauskommt. Es ist etwas regnerisch, aber mal schauen. Auf dem Schiff werden wir nicht nass. Aber bei schönem Wetter macht es natürlich mehr Spaß. Also wir sehen weiter. Kommt mit. So, und damit ihr seht, dass ich auch dabei bin, jetzt hier nochmal der Hafen von Konstanz, wo das Schiff gleich losfahren wird. Da haben wir die Marktstelle und da ist Konstanz. Wir sind auf der Karlsruhe und gleich geht's los. So, und jetzt geht's gleich los, die Motoren brummen schon. Und da seht ihr noch die Hafenfigur in Konstanz. Das ist die Imperia. Die sich uns aber jetzt nicht richtig in ihrer Schönheit zeigen will. Aber gleich fahren wir los, dann fahren wir dran vorbei. Muss ich nur auf die andere Schiffsseite gehen. So, wir sind schon mitten auf See, das heißt, wir fahren gerade aus der Konstanzer Bucht heraus. Und wenn ihr ans Ufer seht, da seht ihr die Therme, die Konstanzer Therme. Und da geht es dann weiter bis zum Konstanzer Hörnle. Und das Hörnle, das ist der Badebereich von Konstanz. Da teilt sich dann der Bodensee auf der rechten Seite in den Überlinger See und auf der linken Seite in den sogenannten Untersee, das heißt in die Konstanzer Bucht. Und aus der Konstanzer Bucht fließt dann der Rhein hinaus, denn der Strom Rhein hat seinen Kilometer Null an der Konstanzer Rheinbrücke. So, und da schauen wir jetzt schon langsam in den Überlinger See hinaus. Und die Blickrichtung geht jetzt genau am Hörnle vorbei, zum Fährehafen von Konstanz. Da ist dann die Autofähre Konstanz-Meersburg. So, und da haben wir die magische Säule von Peter Lenk in Meersburg. Wir sind also in Meersburg angekommen. Ein wunderschönes Touristenstädtchen am Bodensee. Und wir werden über Meersburg separat berichten. Das lohnt sich, ein extra Video darüber zu drehen. So, hier haben wir einen Blick zur Insel Mainau. Das wackelt jetzt nur ein bisschen, weil das ist das Schiff. Und auf der anderen Seite natürlich auch ich, weil der Zoom ziemlich herausgefahren ist. Wir fahren ein bisschen rein, da kommt auch schon eine Bodenseefähre. Und dann hier sieht man dann gleich die Universität von Konstanz. Und das ist der Stadtteil Staat. Und da sieht man in die Schweiz hinterm Segelboot. So,
So, jetzt kann man die Burg im Hintergrund schön erkennen. Und da kommt auch gleich das Bischofsschloss. Schlosskirche von Friedrichshafen. Hier ist auch das Schloss und der Schlossherr ist leider vor 2 Wochen bei einem Autounfall tödlich verunglückt. Und da haben wir schon Friedrichshafen. Da legen wir jetzt an und dann geht es gleich wieder weiter nach Lindau. So, in Zeppelin, in Friedrichshafen fliegt natürlich auch der Zeppelin. Das ist, muss ja so sein. Das ist der Löwe, der bayerische Löwe von Lindau, der einmal badisch gewesen ist. Denn als die Deutsche Bahn ihre Schiffsbetriebe verkauft hat, hat die Stadt Konstanz zugeschlagen und die ist ja bekanntlich badisch und der bayerische Löwe war auf einmal ein Badener. Aber mittlerweile haben die Lindauer nach langem Hin und Her ihren Löwen und auch ihren Hafen wieder zurück und ich stehe voll jetzt im Wind. Ich hoffe, ihr versteht mich noch. Wir fahren nämlich jetzt hier ein in Lindau und da zeigen wir euch noch ein bisschen was von der Stadt. Links der Leuchtturm von Lindau. Das ist der erste Leuchtturm am Bodensee gewesen. Und rechts ist der Mankenturm. Und da ist auch dann der Hafenbereich und die Innenstadt Lindau-Insel. Und so, da haben wir die Maximilianstraße in Lindau, in der Nähe des Zitronengässchens. Und da haben wir hier dieses wunderschöne Fachwerkhaus. Und an diesem Fachwerkhaus gibt es eine Inschrift. Denn das wurde von privaten Händen renoviert, war lange ein strittiges Thema hier in Lindau. Und da sieht man, da steht geschrieben, was ihr hier bewundernd betrachtet, lange Zeit war es verdeckt und verachtet, was in Urväterzeiten ein Meister gemacht, wir haben es wieder ans Licht gebracht. So, da ist die Ursi im Zitronengässchen. Man sieht die unterschiedlichen Tore. Daran kann man genau erkennen, was da unterschiedlich drin gelagert wurde. Wie auch da oben. Und da sieht man die schmalen Fachwerkhäuser. Und da geht es hinaus in die Maximilianstraße. Und hier haben wir die Maximilianstraße und da gehen wir jetzt mal vor zum alten Rathaus. So, also in Lindau am alten Rathaus und am Rathaus, eigentlich am uralten, das ist das da. Und das ist das alte Rathaus, das ist das ehemalige Rathaus. Und die Besonderheiten hier,
sind einmal die Linde da oben. Das ist das Symbol für Lindau. Die Linde in der Au. Daraus ist Lindau entstanden und deswegen ist das Zeichen für Lindau immer ein Lindenast bzw. ein Lindenbaum. Ussi? Ja, genau. Stimmt? Ja, stimmt. Und was ist noch Besonderes da? Die Justitia. Genau. Und die Justitia, wie ihr sie kennt, ist hier in Lindau etwas anderes. Die hat hier keine verbundenen Augen, denn hier hat nicht jeder gleich gegolten vor dem Recht. Da gab es die etwas für die Stadt Verdienten und die einfach Durchreisenden, und da hat man auch das Recht entsprechend angewandt und man hat auch damals kein Gesetzbuch gebraucht, Regeln sehr wohl, und die Regeln hat man mit dem Schwert durchgesetzt. Und weil das alles eben nicht so ausgewogen war, deswegen hängt hier auch die Waage etwas schief. Ah, so ist es. Gott sei Dank ist es heute nicht mehr so. Nein. Magst du noch was dazu sagen, Ursi? Nein. Bin wieder ich der Einzige, der die Laberarbeit übernehmen darf, ja? Geschichtliche Teil bist du einfach besser. Und da heißt wieder, die Ursi ist so freundlich und der Helmut labert nur, ja? Ja, so ist es. Ich habe noch was, was ich euch zeigen will. Da können wir auch noch ein wenig labern. Okay? Okay. Also, und hier sind wir beim Haus Wegeling zum Pflug. Das war der frühere Krämer. Und hier seht ihr Familienstiftung Professor Dr. Dr. Mang. Wenn eure Frauen mal kommen und sagen, sie hätten gern eine schöne Nase in der Bodenseeklinik beim Professor Dr. Mang, dann bitte stellt euch nicht so störrisch an. Ihr tut damit nämlich auch was Gutes für die Stadt Lindau. Gell, Ossi? Ja. Denn die Professor-Mang-Stiftung kauft alte Häuser auf, renoviert sie aufwendig und vermietet sie zu moderaten Preisen. Jetzt müsst ihr wieder arbeiten, ja? Zu moderaten Preisen an die Lindauer Bevölkerung. Also gönnt eurer Frau einen größeren Busen oder eine längere Nase. Oder was noch? Was kann man noch alles machen? Abstehende Ohren. Ja, also die können auch die Ohren anlegen und können euch die Geldbeutel rupfen. Ja, ja, genau. Und steckt einen Teil dafür wieder in Lindau rein. So, eins haben wir noch, oder? Ja, wir haben den Dr. Mang nicht unterstützt. Ach, das sagt sie jetzt, ja. Willst du etwas das Gegenteil behaupten? Wir können uns das gar nicht leisten. Genau so ist es. Und hier haben wir die Peterskirche, das ist das alte Fischereiviertel von Lindau. Und ihr kennt ja alle den Spruch, Petri Heil. Der heilige Peter ist also der Schutzpatron der Fischer. Und diese Kirche ist ihm gewidmet. Und das Besondere an der Kirche ist, dass die aus dem 10. Jahrhundert stammt, ist aber schon lange keine Kirche mehr, ist jetzt eine Kriegsgedenkstätte seit 1928. So schaut sie aus. Und so sieht die Ursi aus. Und da muss ich noch was gut machen. Die Ursi ist nämlich sauer auf mich. Ja. Weil ich da Dr. Mang, also das ist alles Natur. Alles natürlich gewachsen, nicht korrigiert. Ja, genau. Ja, legt die Ursi auch großen Wert drauf. Ja. Ja, das hast du vorher nicht so schön gesagt. Ja. So, aber jetzt ist sie wieder versöhnt, ja? Ja. Ja, ja, okay. Ich verzeih dir nochmal. Der Tag ist gerettet. So, und wir fahren weiter nach Bregenz. Ja, jetzt geht's noch mal weiter mit nach Bregenz. Ja, genau. Ja, wir hoffen, das hat euch heute mal gefallen. Ein bisschen Ausflug am Bodensee. Wir haben uns vorgenommen, auch noch Meersburg zu machen. Mhm. Und natürlich dann die schönste Stadt am Bodensee. Und das ist? Konstanz natürlich. Richtig. Und nicht zu vergessen die Insel Reichenau. Auch die hat sehr schöne Ecken. Ja, und jetzt machen wir erstmal, jetzt gehen wir erstmal weiter nach Bregenz. Genau, nach Österreich.
genau. Also hoffe, ihr habt euren Ausweis dabei. Ja. Also. Ist es nicht schön hier, Ursi? Ja, herrlich ist es. Und richtig schön warm, angenehm. Es scheint zwar kaum die Sonne, Gott sei Dank würde ich jetzt mal sagen, sonst wäre es dann doch wieder arg heiß. Und so kann man es gut aushalten, gerade wenn man in einer Stadt unterwegs ist. Ja, also Lindau ist ein sehr schönes Städtchen. Ja. Begünstigt am Bodensee, eben das zweitschönste Städtchen am Bodensee. So heißt es, ja. Sagen's wir. Ein Freund von mir wohnt in Lindau. Der sieht es etwas anders. Aber er sagt es gerade andersrum. So ist es halt, ja. Also es gibt auch einen Stellplatz hier, den wir jetzt nicht genutzt haben. Also wir können nichts dazu sagen, aber es gibt einen Stellplatz hier vor der Insel. Da muss man dann nur über die Brücke drüber laufen. Und da ist man dann in Lindau auf der Insel. Mhm. Und jetzt sind wir schon wieder erkannt worden, schon zweimal heute, ja. Also es ist... Ich denke, wie viele Leute gibt es denn da in Deutschland? Da gibt es 80 Millionen. Ja. Ja. Und okay, müssen wir nur gerade schnell begrüßen. Ja, aber ich sage das nur zu Ende. Also den Stellplatz gibt es da auf der Insel, aber wir sind ja heute mit dem Schiff da. Ne? Ja. So, jetzt stehen wir an der Seebühne in Bregenz. Genau, in Österreich ist das. Ja. Carmen wird gegeben. Ja. Die spielt mit Männern. Es ist das Lieblingsstück vom Helle. Und wisst ihr auch warum? Weil die Carmen danach umgebracht wird. Ja. Nein. Nein, aber schon ein bisschen, gell? Weil sie mitspielt mit den Männern. Deshalb ja, genau, sieht man das jetzt auch hier. Ja. Das Kulissebild sind lauter Spielkarten. Das soll die Anspielung darauf sein. Und was im Helle jetzt dieses Jahr besonders gut gefällt, auf der Seebühne bei Carmen, in echt, was heißt in echt, im Original wird sie ja erstochen und hier wird sie ertränkt. Passend zum Bodensee mit gutem Bodenseewasser, denn das hat ja Leitungswasserqualität. Ja. Ja. Und eine Szene ist drinnen, da flüchtet sie von den Gendarmen und da springt sie auch in den See rein, das fand ich auch ganz toll, ja. Ja, also im Großen und Ganzen. Super. Ja. Leider ist es sehr schwierig, Karte zu bekommen. Die sind immer ausgebucht. Immer teuer, immer ausgebucht. Ja, also Auslastung liegt bei knapp 100%. Man bekommt dann nur noch einzelne Karten, wo man nicht nebeneinander sitzen kann. Und oftmals regnet es auch noch. Ja, aber wenn es nicht regnet, es lohnt sich. Es ist wunderschön. Ja, also ich bin nicht so ein Freilichtbühnen-Fan, weil ich schaue mir die Stücke immer ganz zu Ende an. Und es passiert öfters übrigens, dass man die nicht zu Ende sehen kann. So ist halt. So, also jetzt schauen wir nochmal, da haben wir noch eine Kunstfigur. Ja. Die erklären wir noch kurz und dann gehen fahren wir heim. Weiter. Mhm. Alles klar. Gut. Bis dann. Tschüss. So, also da haben wir noch das Kunstwerk von Bregenz, dem sich gerade die Ursi umschaut und hat lange Beine, schlanken Körper und ist kopflos. Jetzt kommen die Vorschläge von euch, was das wohl sein könnte. Und wir verabschieden uns dann hier mit dieser Ausgabe und würden uns freuen, wenn ihr uns mal schreibt, wie euch das gefallen hat, an so einen Ausflug, mal ganz ohne Wohnmobil, aber dafür an einen schönen Urlaubsort. Wir haben vor, das öfters zu machen, wenn es euch gefallen hat. Also über Rückmeldung freuen wir uns, über neue Abonnenten freuen wir uns und wenn ihr uns einen Daumen gebt, dann freuen wir uns auch. So, also, wo sie kommt, ich muss weiter.